So, wir kommen zum nächsten Kapitel und hier geht es jetzt um die Capture One Presets, die hier Styles genannt werden. Und dazu bin ich jetzt einmal rein für den Überblick einmal auf der Capture One Seite. Und hier bekommt ihr gleich mal einen Überblick, was es da alles so gibt derzeit am Markt. Mittlerweile sind da ein paar Editorial Presets dazugekommen. Ihr könnt hier schauen, wie sie auf ein Bild wirken können. Und ich sage mal, die besten Styles für Capture One, die bekommt ihr bei Capture One selber. Und ja. Sind nicht ganz billig, aber ich finde, die sind den Preis definitiv wert. Kann man schon einiges machen. Und ja, genauso wie bei Presets für Lightroom habt ihr da auch dementsprechend immer wieder was zum Anpassen. Ja, aber also ihr könnt sie nicht eins zu eins immer verwenden. Das sollte man eigentlich wissen, wenn man Presets verwendet. Ich verwende sie zwar auch, aber meistens nur, damit ich eine Idee für das nächste Bild habe. Und wie kann man ganzen Presets eben importieren. Man hat hier das Register für Styles, nennt sich Stile Voreinstellungen, und hier kann ich Stile importieren. Da geht ihr einfach auf den Ordner nachher, klickt sie an und ihr habt sie schon in Capture One drinnen. Ihr könnt genauso gut auch in den Ordner im Explorer oder in den Finder reingehen, Doppelklick und die sind auch dann in Capture One importiert. Dazu schauen wir uns das mal kurz an, wie sind diese Presets angeordnet oder was machen sie auf unserem Bild. Ihr könnt hier einfach durchzappen und schauen, wie das Ganze auf einem Bild wirkt. Also ihr müsst sie nicht bestätigen. Bin momentan eher so auf Schwarz-Weiß-Bilder und ja, hier kann ich dann nachher noch schauen, okay, was wird in diesem Bild gemacht. Ich kann den Kontrast erhöhen, könnte ich auch mit der Luma Curve, ich kann hinten ein bisschen die Lichter rausnehmen und so weiter. Also man kann hier dementsprechend viel machen mit seinem Preset. Was kann ich noch machen? Ich kann auch das Ganze eben, ich klicke das mal kurz weg, dass ich wieder ein Farbpreset habe. Ich kann die ganzen auch stapeln. Dazu nehme ich jetzt hier eins, was mir gefällt. Jetzt habe ich aber hier das Problem, dass ich hier an der Deckkraft nichts machen kann. Ich müsste hier jetzt da dann wieder die Lichter korrigieren, wenn man hier das schon ziemlich zu dunkel wird. Dazu gibt es die Möglichkeit in Capture One, dass ich dann diesen wieder wegklicke. Löschen. Und jetzt klicke ich einfach mit der rechten Maustaste auf das Style drauf und wende es auf eine neue Ebene an. Jetzt kann ich hier sehen, okay, ich habe hier eine neue Ebene mit meinen neuen Presets und jetzt kann ich hier mit der Deckkraft das so weit reduzieren, bis mir das gefällt und ich habe mein fertiges Bild quasi. Ja, das sind mal die Styles. Seht sie euch mal an, schaut durch, was euch gefällt und ja. Viel Spaß mit den Styles auf euren Bildern.